So, und damit, meine Leute, was genau mit kommt zu einer von Don't Be Afraid. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und jo, das Spiel speichert wirklich nicht. So, ja, wir sind wieder ganz am Anfang. Wir haben im letzten Video ein bisschen angefangen. Und worum geht's? Wir spielen einen elfjährigen oder ein elfjähriges Kind, sagen wir mal so, der von einem Psychopathen gefangen genommen wurde und sich jetzt hier durch so ein Saw-ähnliches Spiel, sag ich mal, durchrätseln, gruseln soll, überleben soll. Und so wie ich gelesen habe, speichert dieses Spiel wirklich gar nicht. Null. Du musst das Scheißding in einer Tour durchspielen. Geschweige denn, das ist extra so, weil man den ganzen Scheiß einfach vorne machen muss. Damit man, weil es gibt verschiedene Enden und je nach Verlauf gibt es halt ein anderes Ende. Ich glaube, oder drei Enden gibt es, glaube ich. This is the key ring. It will help you carry all the keys I've hidden. Und wenn man halt gefangen wird oder stirbt und so ein Scheiß, darf man eigentlich im Prinzip von vorne anfangen. So habe ich das zumindest bei einem Statement von irgendeinem einen der Entwickler oder Autoren verstanden. Die wollten so eine Speicherfunktion einbauen, aber haben sie bis jetzt noch nicht getan. Also ergo, es wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Jo, so, wir haben uns im letzten Video hier schon so ein bisschen durchgewuschelt. Oh, let the fun begin. So, ich weiß auf jeden Fall, der war grün und der war grün. So, das weiß ich noch. Das habe ich mir nämlich gemerkt. Jetzt darf ich hier auf jeden Fall wieder rumlaufen. Jetzt muss ich hier eine Schüssel finden. Ja. Jetzt haben wir das letzte Mal. Weil nämlich hier steht nämlich auch eine Zahl. Zack, bumm, 2, rot. Das habe ich mir im letzten Video ja so gemerkt. Aber ich weiß gar nicht, war hier noch irgendwas besonders? Ne, ich glaube nur die. Ah ne, halt, da war noch. Da ist der Schlüssel. So, zack, ich weiß gar nicht, was hier jetzt war. Ich glaube, hier war gar nichts mehr. Außer diese Zeichnung, die ich aber nicht benutzen kann. Ich habe nichts. Ach ja, ich muss mir den Rucksack holen, dann kann ich das auch. Gut, genau so war das. So, da komme ich wieder rein. Nein, halt, hahaha. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Und zwar das Rad. Beziehungsweise das Ventil. Ja, ich musste mal eben eine Nachricht schreiben. Sollte mein Handy beim Zocken mal weglassen, ne? Gut, so, jetzt komme ich hier rein. Das sind hier die komischen Viecher wieder. Und so wie ich gelesen habe, soll dieses Spiel echt harter Tobak sein. Also echt schon was anderes. So, vom Story, von der Atmosphäre her. Gut, sind die ganzen Figuren noch hier und gleich sind sie alle weg. Das ist, ah, zack. Das habe ich mir alle gemerkt. Zack. Und zack, so. Ah, hier liegt auch schon wieder. Stimmt, hier liegt ja der eine. So, Schalter 1 war da, dann kriege ich die Schere, kann ich da drunter schneiden. Das kann ich auch nicht mehr. So, den Zettel haben wir im letzten Video schon gelesen. So, dann haben wir den Typen hinter dem Typen. Na,
not so fast. First, you have to. Guck mal, da ist immer zum Beispiel die 4. So, da ist sie. Ja, komm. Waha, fast. Dann laufen wir nochmal hin. Oh, das haben wir ja alle im letzten Video schon gemacht. Boah, und sobald bei mir die Aufregung steigt, kriege ich eine zur Nase. Also meine Nase wird dann richtig angeschwollen und zu. Ich könnte eigentlich auch dadurch weiter, aber. Ah, der war ja gar nicht mehr, war ja nur der Raum. Habe ich den Schlüssel jetzt mitgenommen? Kacke, ich habe den Schlüssel vergessen. Hauptsache schnell durchrennen. Aber hier war ich auch. Deswegen. Außer einem Haufen Puppen. Ah, ne, gar nicht. Stimmt, das war da. Das war doch die Kassette. War hier nicht der Schlüssel? Ne, war nur. Ach, guck mal, hier steht zum Beispiel 1. Da ist er, hätten wir jetzt auch die Zahlen zusammen. 1 bis 4. Not so fast. First we have to free her. Wie war denn mal der Schlüssel? War nicht hier drin? Ja. Terrific. Not so fast. Der hat also eine hart psycho heftige Stimme, ne? Der klingt schon so komplett gestört. Allein schon die Setting hier. In so einem Keller mit 1000 Puppen. Ein paar Leichen. Gruseligen Monsterpuppen. Und hier ist sowas. Ich hab im letzten Video auch schon gedacht, was da los ist. Bin gespannt, ob die sich bewegt, wenn ich hier stehen bleibe. Wonderful, David. You are making me David heiße ich. So proud. Ja, dann nicht. Okay. Mach, was du meinst. Mach, was du willst. Ja. Da steht die andere Puppe andersrum. Jetzt piu! Danke. So, die Nummer 1. Er hat sich jetzt wieder gedreht. Tor Nummer 2. Ja. Ja, hier war ja der Zuckende. Sorry, Kumpel, aber ich kann dich leider nicht. Ist das eine Frau? Ich glaube, eine Frau, oder? Oder täuscht das? Eine Frau. Aber ich habe immer nicht verstanden, warum da Blut hochfließt. Da und da. Oder er bot sie massakriert und dann aufgehangen, als das Blut schon getrocknet war. So, jetzt haben wir hier diesen Fisch. Was haben wir da? Ich kann nicht sehen. Boah, da. Der Fisch kommt in die Hände einer Puppe, die kopflos ist. Gut. Muss ich jetzt so die Puppe... Puppe finden. Nein, 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 nein. Komme ich jetzt über 2? Nö. Hier? Nö. Ja, haben wir ja. So, dann muss ich mir jetzt die Kassette anhören. Haben wir auch schon gemacht.
David, let's take a little break, shall we? I have to confess something. You're not the first child playing at my playground. That's why I want you to know how much fun I had with the other children. We'll go back to our fun only when you listen to this tape. Now, stand still and listen to this tape. Only then we'll go back to our fun. Gut, so, Dreieck. Halt, Viereck war, glaube ich, ne? Ach, hab das Band noch gar nicht geholt. Dann die Dinge. So. Uhuhuhu. What do we have here? Aren't you a little too old for me? Fuck you! I wonder if you'd be so lippy when I remove your tongue. Theodore, just take him. I don't have the strength to destroy such a beautiful face. Just kidding. You're in the line just behind Jamie. Alles klar. Also der Typ hat komplett ein am Brett. Aber sowas von. Aber sowas, ah ne, steht hier. Na, dieses Kackvieh steht hier. Geh weg. Ich mag dich nicht. Kinderzeichnung von einem Mann, mit einem Monster. Kann ich mir die angucken? Nein! Nö. So, Band Nummer 2. Hat es sich gedreht? Ne, boah, Gott sei Dank. Geh bloß weg. Das wird nicht besser hier, das habe ich gestern, habe ich beim letzten Mal schon gedacht. Band aus dem Keller. Shit. I hope this piece of junk works. It's Andy. The psycho guy. Franklin trapped me here. He gives me food and maybe a place to sleep, but it's pure madness. Recently, I heard crying. It's probably another kid. You... If you listen to this, great job. You found the clues I left for you. From now on, I'll guide you. Franklin's watching every move we make. That's why I've hidden the tapes in places that the cameras don't reach. Every night, I wait till the steps get silent and sneak out through the vents. I have to find a way out, but this house is a freaking maze. It's so fucked up. Wish me luck. Wo hat er die denn jetzt hier gesehen? Da komme ich doch niemals hoch. Wie hat er das jetzt gesagt? Shit. I hope this piece of junk works. It's Andy. He gives me food and maybe a place to sleep, but it's pure madness. Recently, I heard crying. You... If you listen to this, great job. You found the clues I left. Franklin's watching every move we make. That's why I've hidden the tapes in places that the cameras don't reach. Every night, I wait till the steps get silent and sneak out through the vents. I have to find a way out, but this house is a freaking maze. Ach so. Der gibt mir einfach nur Hinweise, der Type. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal. Try me.
Aber was kann ich jetzt noch machen? Hier ist doch nichts mehr. Oder ich bin komplett. Doch, da hinten ist noch eine Tür. Ich weiß nicht, ob ich da so durchkomme. Warum ist das zu? Puh. Allein schon, dass die Pelle ein Messer hat und laufen kann. Das ist so ein. Wieder richtig Kacke. Wo ist die hin? Oh ne, halt, die steht hier. Wo ist sie hin? Sie ist wirklich weg. Na gar nicht, da steht sie. Boah, ich will dich gar nicht angucken, ey. Das kann ich immer hier raus. Kann ich hier den Fisch geben? Soll ich dir den Fisch geben? Ich höre was. Ja, aber welche Lüftungsschlitze haut ihr denn immer ab? Zwei. Ja, hier war ich ja schon in dem Laden. So, wer kriegt jetzt den Fisch? Ach, halt! Ha! Haha. Boah, ich bin sehr schocken, Alter. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kriegst du den Fisch? Er hat einen Ball. Da liegen einfach immer noch Leichen, Alter. Ich breche aus dem Leben, ey. So, zwei. Kann ich jetzt zwei betätigen? Nö. Dazu muss ich erst den Fisch abgeben. Aber wie hier, Fritze, kriegt den Fisch? Hier sind doch nicht mehr so viele. Lass los. Lass einfach los. Sei doch bitte so nett. So, der kriegt den Fisch nicht. So, du kriegst keinen Fisch. Recorder. Andere. Goldfisch, ich muss ihn an seinen Platz bringen. Ablegen. Ja, oder? War da irgendwas? Ne, halt. Liebst du noch? Ja. Ach, guck mal, da steht sogar zum Beispiel 3. Habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Try me. Wo komme ich denn da hin? Wahrscheinlich auch nicht. Fisch, kopflose Statue. Ja, habe ich aber nicht gesehen. So, also ergo, kopflose Statue finden. Der ist nicht. Bist du das? Nein. Bist du das? Nein. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Was ist mit dir? Du bist es auch nicht. So, ist hier irgendwas Besonderes? Glaub nicht, ja. Wer kriegt denn jetzt diesen dummen Fisch? Ja, sie doch. Ist sie noch näher gekommen? Och nö, geh doch einfach weg. Das ist mir schon wieder viel zu hoch hier. Ich blick schon wieder null durch. So, ich muss auf jeden Fall so eine Statue finden, aber hier sind ja keine mehr, oder? Waren hier welche? Ach so. Ah. Okay. Oh, eine Maske. Psychopathenmaske. Jetzt steht die bestimmt hier safe um die Ecke. Dieses dumme Mistvieh von. Kann ich die aufsetzen? Einfach
Kann ich aber nicht aufsetzen. Könnte nützlich sein, ja, für was denn? Try me. Kameras um. Was ist denn, wenn die ganzen Kameras einfach runterklopst? Da schon einmal dran gedacht? Ha! Da haben wir sie. Kann ich nicht mal gedacht, das hier. Ganz ehrlich, du bist voll kacke, weißt du das? Du bist richtig kacke. Ich mag dich nicht. Stimmt, die war ja die goldene Puppe, die nicht mehr. Hat die sich bewegt? Wette, die rennt mir gleich. Alter, was war das denn? Meine Fresse, hab ich mich erschrocken, ey. Das war, nicht witzig. Einfach immer rennen, immer rennen. Oh, Arsch. Kann das halt immer nur flackern, wenn ich renne? Nee. Das ist ja. So, kann ich jetzt Schalter 2? Ich habe doch jetzt eine Maske. Ja! Müsste sich die Puppe eigentlich weggedreht haben. Das heißt, also ich nur eigentlich nicht. Okay. Wir sind. Hier. Marionetten helfen mir dabei, mich zu erholen. Oh, nice. Das sind Menschen, die nicht sprechen, dafür aber interessante Geschichten erzählen, wenn man sie entsprechend aufstellt. Du weißt doch, dass ich nicht gut mit sozialen Kontakten umgehe. Deswegen bitte ich dich, hau ab und erlaube mir, mich normal zu fühlen. Ja, fühlen und sein, ne? Yes! Yes! You've done it! What the fuck, wo kommst du? Wow! Alter! Ich kann nicht. Geh weg, Alter! Wenn wir jetzt umdrehen, sind die bestimmt? Junge, ihr wollt mich doch hier komplett verarschen, Alter. Ist natürlich geil, dass sie auch so reden, ne? Boah, irgendwas kommt doch jetzt hier, du kannst mir doch sagen. Junge, wie kommst du denn bitte dahin? Gib mir den Ball. Das macht keinen Spaß, wa? Das macht echt keinen Spaß. Ich bin mal gespannt, weil nämlich der letzte Teil der Duck Pictures Anthology soll nämlich auch über so einen Kindermassenmörder handeln. Beziehungsweise so einen jugendlichen Massenmörder, der aus den Leichen dann so Puppen baut. Alter, wenn das rauskommt, die Story. Bestimmt übelst krank, aber geil. Als wenn ich mich jetzt umdrehe.
Okay, was war das? Junge, wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ich wette, Franklin ist einer dieser Puppen. Der verkleidet sich einfach nur so als so eine Puppe. Irgendwie so ganz gestört. Was ist denn jetzt hier los? Ich will euch keiner hin. Ich komm. Ich kann ihm nur die Hand gemacht. Der will jetzt den Ball haben oder was? Ohne Witz, sobald eine zuckt, kriege ich den Herzinfarkt. Hier ist doch gar nichts. So, jetzt muss ich die Puppe mit dem Ball finden, aber die kann ja nicht sein. Weit weg sein. Und ich komme ja nicht weiter als diese drei Räume. So. Ja. Wenn jetzt meine Kerze ausgeht, dann bin ich richtig am Arsch. Dann sehe ich nämlich gar nichts. So, wo ist denn der R-Kopf jetzt hin? Der kann ja aber weg sein. Kunstblut. So, das wollen sie vielleicht haben, wa? Ne, der will den Ball haben. Ja, wo ist denn der Fritze? Was soll ich denn mit Kunstblut, Alter? Seltsam. Aber womöglich kann ich es gebrauchen. Ja, wo? Psychopathenmaske. Kann ich die kombinieren? Nö. Kindererziehung? Ach so. Kindererziehung. Kindererziehung. Alter, da steht Kinderzeichnung. Gut. So, du Brotbirne. Was soll ich machen? Darf ich dir so ein Ding aus dem Bein ziehen? Nein. Wo ist der Typ mit dem Ball hin? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Sollte er mal draufdrücken? Nope. Soll ich im Kopf nehmen? Nope. Ich wollte mich da jetzt komplett verarschen. Nimm doch so ein Messer da. Jetzt darf ich diesen Typen finden mit seinem scheiß Ball. Oder ich stehe gerade richtig auf dem Holzweg. Weil mehr ist hier ja auch nicht. Hä? Ich will unter das Spiel hängt. Nein, der wird diesen Mistball haben. Kann ich den hocken? Ich blick's nicht. Was soll ich denn mit scheiß Kunstblut, Alter?
Ich habe gedacht, dieses Kabel fehlt mich zu irgendwas Wichtigem, aber. Also nur er hier. Oder sie. Bin ich denn jetzt komplett lost? Ja, verdammt, mal egal. Hier kann ich auch noch Ketzen holen. Da ist er ja. Okay. Jetzt habe ich den Ball weggenommen. Jetzt werde ich mal rennen. Danke. Du hast da irgendwas in der Hand, was mir, glaube ich, wohl wichtig ist. Und hier fehlt eine Figur. Zwei Figuren. Da stehen sie. Wieder so ein. What the hell, Alter, wo kommen wir jetzt her? Ich wusste es. Verdammte Scheiße, ich wusste es. Sehe ich ja gar nichts mehr. Noch einer. Interesting. Very interesting. Was, dass du Kacke bist? Alter, was hat das denn hier gemacht? What the hell, da ist sie ja. Irgendwie ist sie gruselig, ja. Woo! Erste Kapitel geschafft. Er speichert. Ich glaube irgendwie, ich vertraue dem Spiel nicht, dass er jetzt speichert. Cool, also Franklin war anscheinend in der Armee. Und der Vater von David, also dem Spiel auch. Aber ich hoffe, das hat Spielspeicher, weil ich habe echt keinen Bock, nochmal den ganzen Blödsinn von vorne zu machen. Aber ich sag laut Google, beziehungsweise laut einem Forum, wo einer der Entwickler gesprochen hat. David, my boy, to win the game I prepared for you, you have to follow the numbers. Please find the number one. Okay, finde Nummer 1. Ja, Bro, Alter. Ey. Nur so Masten. Ich will hier gar nicht weitergehen, wa? Also ganz ehrlich, wundern würde mich auch nicht, wenn hier so gar nicht viel passieren wird. Sondern einfach nur diese dämliche Atmosphäre. Abgeschlossen. Aber ich lasse mich überraschen. Da ist was, aber. Junge, wo soll ich denn bitte hier die Nummer 1 finden? Okay, ist dann wieder ein Rätsel. Und da liegt jemand. Alter, was seid ihr denn? Alter, Alter. Du bist aber auf jeden Fall. Ja, davon, du bist auf jeden Fall kein Mensch. Ja, du warst meiner. Warte mal, wie groß er ist. Halbe verrottete Matschbirne. Gib mir die mal. Okay. Nicht ein Hammer? Was ist das? Noch ein Hammer. Nimm noch den Ball. Aber ich kann. Gut, dann nimm nicht das Brei. Du bist die Nummer 3. What the fuck bist du denn, Alter?
Da ist die Nummer 1. Also heißt, wenn ich da jetzt reinrenne, greift mich das. Was bist du für ein Vieh? Gut, ich denke mal, da kann ich nicht weiter. Und dann greift mich das Vieh an und dann ist das Ding hier durch. Aber da muss ich hin. Dann siehst du hier nichts. Weil den Fleischklumpen konnte ich ja gerade auch nicht nehmen. Ja, auch mach eine Maske oben drauf. Nummer 2 ist da drin. Ja, da muss ich lang. Geht denn hier anders? Ich würde ja gerne den nehmen, aber... Kann ich nicht. War einfach so ein Stück Klotz hier. Ach, so ein Stück Bein. Gut. Das Vieh greift mich an. Mistvieh. Keine Angst. Gut, also ich starte anscheinend von dem Level nochmal neu. So, das Vieh greift mich also an. Mistvieh, Alter. Nummer 3. Okay. So, Nummer 3 öffnet ein Tor. What the fuck war das denn schon wieder? Ich glaube, das Vieh ist jetzt tot, oder? Ha! So funktioniert das. Hier hängt noch jemand. Der lebt aber noch. Ganz schön. Oh, you found number one. Bravo. Ich habe hier noch gar nichts gefunden. Ich habe den Weg zur Nummer 1 gefunden, geschweige denn. Junge, was ist bloß los mit dem Mann? Listen to the tape, David. Welches? Du warst für mich jemand Wichtiges, ich wollte dir nicht wehtun. Dafür habe ich dir geholfen, dem Tod durch die Hand der Gerechtigkeit zu entgehen. Durch meine Hand verstehe doch das Leid, welches ich dir gefühlt habe. Die einzige Strafe war, die du erhalten hast, weil du Georg bei der Verwischung der Spuren geholfen und falsch ausgesagt hast. Ich habe so viel für dich getan und schreibst ständig herum und läufst weg. Ich habe dem Killer ein schönes Zimmer eingerichtet, du hast einen Fernseher bekommen. Jeden Abend komme ich in dir vor. Bruder? Okay, worum geht das hier?
Das scheint hier richtig abgefuckt zu sein. Du bist aber Nummer 2, wa? Aber gut. Dann hören wir uns mal das Band an. Oh, Sarah, please don't cry. You have to forgive Uncle Carl. He's just too strong. Oh, he just wanted to stroke your little head. look, we're still having fun. Raise your head. I want to introduce you to your sister. Okay, was war das? Was war dieses Knacken? Hat der eh... Alter, ach so. Ich dachte, der hätte das Serum. Da ist auch jemand. Junge, der Typ hatte auf jeden Fall Spaß. Da will ich gar nicht lang. Muss ich wahrscheinlich aber, wa? Egal, gut. So, liebe Leute, ich muss sagen, dann beende ich hier mal das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei waren, Bock drauf habt. Jo! Ich hoffe, das hat jetzt gespeichert, das Spiel. Und nicht, dass ich beim nächsten Mal, oder wenn ich aufhöre, wieder von vorne anfangen muss. Das wäre nicht geil. Das wäre richtig ungeil. Aber gut. Jo, also ich habe echt Bock auf das Spiel, muss ich sagen, weil das ist echt gestört. Und die Atmosphäre ist auch wohl ganz geil. Allein schon, dass du so ein 11-jähriges Kind spielst, was hier so einen dämlichen Psychopathen entkommen muss. Ich bin ja jetzt gerade mal im Keller und ich wette mit dir, hier in dem Kühlschrank sind irgendwelche Leute. Kannst du sagen, was du willst. Jo, ich weiß nicht, ob ich hier lang muss. Ich denke, ich werde erst am nächsten Video langlaufen. Gucken. Wahrscheinlich blind, weil ich nichts sehe, weil die Kerze weg ist. Aber das wird sich dann zeigen. Vielleicht komme ich auch da gar nicht weiter und sterbe und muss den Blödsinn nochmal von neu machen. Und dann mal gucken. Jo, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid genug nicht so dabei. Mich ganz gerne selber freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.